willkommen wieder einmal zurück hier bei No One Lives in Heaven. Ich bin der Bärenbruder und begrüße euch wieder zu einem neuen Part. So, wir sind ja das letzte Mal hier im Raumschiff stehen geblieben. Und zwar genau an dieser Stelle hier. Und genau an dieser Stelle geht es dann logischerweise weiter. Willkommen an Bord der NCC-1701D. Sie haben das Bordprogramm aktiviert. Möchten Sie fortfahren? Fortfahren. Besiegen Sie alle Gegner, um das Programm erfolgreich abzuschließen und Ihre Urkunde zu erhalten. Aha. Ah ja, da laufen Orks rum, aber im Kampfbildschirm ist dann doch eine Schlange. Interessant. Der Punsch gefällt mir irgendwie, weil der die wenigsten MP verbraucht, aber scheint irgendwie mitunter am stärksten zu sein. Die mache ich auch nicht sonderlich viel Schaden, das ist schon mal gut. So, Süßigkeits-Killpunkt. The next. Oh. Zwei. Das ist unfair. Aus diesem Grunde. Ich habe bestimmt ein paar Verbündete, oder? Also jetzt außer meinem NPC. Ach, sechs Hühner, ja geil. Der läuft doch. Oh oh. Gleich für das Hähnchen knusprig gebraten. So, erstmal Pfütze auf das Ding hier. Ich glaube, dagegen hilft auch nur Wasser. Ja. Aber hier ist erstmal so. Ja, läuft. Fertigkeit. Der Punsch. Oh, das Huhn macht aber nicht so viel Schaden, aber es steckt ja zumindest den ein oder anderen Schlag ein. Das ist ja auch schon ganz gut. So, noch einmal so und weg mit dir. Asche! Skillpunkt Elfenran. Next. Aha, ein Ritter also, ja. Da bin ich direkt wieder ein Huhn. So, erstmal kümmere ich mich hier um den Ritter, so. Ja, der ist schnell weg. Wunderbar. Ohne mit der Punsch auf dich. So, und dann müsste es auch schon gleich gewesen sein. Zack und weg mit dir. Oh. Das heißt, der normale Schaden sogar noch mehr Schaden gemacht. Na gut. So, direkt wieder als Huhn. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Strategie, wenn hier so zwei sind, die Gegner. Oh. Zu dritt sogar. Nicht gut. Das war auf die Kugel da. Ja. Kann passieren. So, jetzt aber. Okay, jetzt mal auf dich. Natürlich kommt jetzt der Crit wieder. Oh Mann. Okay, da könnte ich es eher mit einer Fähigkeit versuchen.
Pflanze war ja natürlich feuereffektiv. Mal gucken, wie viel normaler Schaden bei der macht. Ja, toll. Wäre auch nicht schlecht, wenn der mal hin und wieder treffen würde. Oh, okay, ja, die kriegen wir so weg. So. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass es von manchen Gegnern eine Todesanimation gibt und von manchen nicht. Dietrich Huhn? Ja, wunderbar. Wir direkt wieder einen neuen Begleiter. Oh. Tja. Zwei Endgegner auf einmal. Oh, oh. Null Schaden, ernsthaft? Naja, habe ich nichts gegen. Hier, Lady Ice. Erstmal. Okay, Lady Ice ist definitiv gefährlicher. Die müsste weg, weg. Der andere, der ist ein Lappen. Ja, Lady Ice. Ja, nicht die Krabbe. Erstmal die Lady Ice. Die muss weg. Der eine hier kann uns nicht gefährlich werden. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich nehme vor sich selber einen Trank. Ich habe ja zum Glück noch genug. Nein, das Hühnchen ist gleich weg. Da muss ich wahrscheinlich auch noch mal einen Trank hinterher pfeifen, hier reinpfeifen. So. So. Da hier der Putsch auf die Ice Lady. Hä? Opfer ich mich denn für das Huhn? Das sollte eigentlich umgekehrt sein. So, die Ice Lady ist weg. So, jetzt nochmal der Punsch auf die Krabbe. Ja, wunderbar. Sie haben das Programm erfolgreich abgeschlossen. Ihnen wird nun Ihre Urkunde ausgehändigt. Du hältst eine Urkunde hier, wunderbar. Warum waren da gerade wieder zwei Gegner? Ich habe es genau gesehen. Aber die Frage stellt sich jetzt nicht. Wir müssen weiter. Nein, das habe ich doch schon gemacht. Oh Mann. Dann umgehe ich das Ganze eben. Oh. Nochmal. Oh je. Tatsächlich nochmal genau das gleiche. Ja toll, ich kann nicht fliehen. Ja, ich glaube, da lasse ich mich töten, weil... ich muss das ja nicht normal machen. Na komm schon, mach kurz einen Prozess mit mir. Danke. So, Leutnant in Serett-Uniform. Naja, anscheinend gibt es eine Errungenschaft, wenn man hier steht, also hat sich doch gelohnt. War natürlich auch so von mir geplant, damit das klar ist. Na ja, gut. Müssen wir die Räume halt einfach erstmal umgehen. Oder geht das hier quasi in eine unendliche Schleife weiter? Ja, komm. Oh, nein, wollte ich nicht. Ich denke, das werden dann überall die gleichen Kämpfe sein. Okay.
Was habe ich für mich? Lass mich. Ja, gut. Jetzt muss ich nur überlegen hier, ob wir jetzt den hier ansprechen können, nachdem wir da waren. Nein. Am besten erstmal im Tagebuch nachschauen. Bordcomputer, aktiviere im abgestürzten Raumschiff das Bordcomputer und gewinne gegen jeden Gegner. Gib die Urkunde dem Wirt. Ah ja, genau. Ein anderer Spieler, Privatsphäre. Ich habe wie so ein Gefühl, ich habe ein Tagebuch irgendwo übersehen. Der Wirt, wo war der nochmal? Ach genau, ich weiß schon. Habt ihr die Urkunde aus dem Raumschiff? Hier ist sie. Dankeschön, das ging hier ganz schön schnell. Ich hätte erwartet, dass ihr länger für den Auftrag brauchen würdet. Hier, nehmt dieses Gold, ihr habt es euch verdient. 150 Gold. Du erhältst einen Zukunftshelm. Wenn ihr Handeln und Tränke brauchen wollt, könnt ihr jederzeit zu mir kommen. Danke nochmal für die Urkunde. Sie wahnsinnig technisch aus, das gefällt mir. Das ist noch mehr Arbeit für mich. Mit der Urkunde bin ich wunschlos glücklich. Zurzeit habe ich nichts für euch. Wir haben auf jeden Fall gerade noch eine Ausrüstung bekommen. Aber was war das nochmal? Zukunftshelm, glaube ich. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Und der Erfolg wird natürlich auch gespeichert. Es war eine kluge Entscheidung, nicht mit dem Tod zu wandeln, Bärenbruder. Und was soll ich jetzt tun? Um der Reiz die Ehre zu geben, ich habe keine Ahnung, ich bin leider völlig ratlos, so wie immer. Warum ist der Tod gefährlich? Weil er die gleichen Rechte hat wie ein Entwickler. Er kann beliebig Änderungen am Quellcode von Noelis in Heaven vornehmen. Ein Wesen mit einer solchen Macht ist unheimlich. So, was hast du zu sagen? Hast du weitere Hinweise sammeln können? Hast du einen Tipp? Den habe ich, geh nicht zu Tod. Leck mich. Bis jetzt nicht, aber ich arbeite dran. Wenn du mich fragst, verschwendest du deine Zeit. Ich will definitiv nicht zum Tod gehen, verdammt nochmal. So, jetzt ist die Frage. Also eine Blüte habe ich doch schon auch da unten gesehen, aber ich konnte die nicht pflücken. Also ich bräuchte auf jeden Fall, wenn ich finde, mit dem Spiel einen Weg in das Revival zu kommen und neue Quests zu erhalten. Ja, Privatsphäre, sammle alle 6 Tagebücher, die NPCs auf dem Sven-König geschrieben haben und bringen sie dem Eremiten in den Südwesten. Finde eine goldene Blume. Ja, im Prinzip, wie gesagt, habe ich ja eine gefunden. Oder ist jetzt irgendwie der Trick bei der Quest, dass man die eine alte da pflückt und dann eben daneben einpflanzt oder... Nee, komm, das wird doch... Also ich meine, ich würde es dem Spiel zutrauen, aber ich bleibe jetzt noch dabei. Oh, ich sehe gerade, dass hier mit dem Zaun, hier fehlt ja was, also hier auch so ein kleiner Mast, das sieht nämlich sehr komisch aus so. Also sehr unfertig. So, jetzt ist die Frage, wo finde ich das letzte Tagebüchlein, nicht wahr? Sie müssen hier nochmal alles durchsuchen und hier nochmal mich ausruhen. Tja, im Prinzip. Ja. Im Prinzip bleibt mir ja nichts anderes übrig, als nochmal in jedes Haus da mich umzusehen und zu schauen, ob ich irgendwo noch ein Tagebüchlein finde. Hier sind noch Bücher, Mensch. Wie gesagt, keine Ahnung, ob ich mich schon überall umgesehen habe. Hier vielleicht noch. Nö. Was? Das hatte ich noch nicht geknackt. Oh, das wundert mich jetzt aber. Na, was ist denn aus dem Schlossknack-Experten geworden? So.
Ja, immer nur sehr blühend, sehr unbefriedigend. So. Tjo. Einmal durch sie durchgelaufen. Tja. Wo könnten noch diese verdammten Tagebücher sein? Beziehungsweise ich brauche hier nur noch eins. Ja gut, hier komme ich sowieso nicht mehr rein. Das wäre jetzt natürlich blöd, wenn genau dann das letzte Tagebuch wäre in dem Haus. Das wäre nicht gut. Okay, da ist man auch nicht. So, ne. Ach Mensch, ich will noch nicht zum Tod gehen. Sprich mit meiner Schwester im Osten. Was sie dir zu erzählen hat, ist ausschließlich für deine Ohren bestimmt. Ja gut, das hätte ich auch schon gemacht. War hier nicht noch was? Ich meine, ich habe mich schon überall umgesehen, aber man weiß ja nie. Ach ja, das Haus, in dem ich mich nicht umsehen sollte, aber ich mache es mal trotzdem. Könnte natürlich sein, dass hier irgendwo tatsächlich das Tagebuch ist. So, glaube ich tatsächlich nicht, aber man weiß ja nie. Ja, okay, alles klar. Alles hier ist sinnlos. So, da war ja dieser Eremit. Nee, das war nicht der Eremit. Ich will meinen Lohn. Ah ja, genau. Und den hast du dir auch richtig verdient. Bis jetzt hat keiner gemerkt, dass die neuen Pseudo frei erfunden sind. Manche sagen so, sie klingen wie immer. Nimm das Gold hier für deine Schreibarbeit. Jetzt dürfte ich wieder eine Weile Ruhe haben, bevor von mir neue Kreativarbeit verlangt wird. Du schon wieder, deine Aufgabe ist erledigt. Du musst nicht ständig zum Quatschen zu mir kommen. Noch eine Aufgabe. Du hast mir schon genug geholfen. Frag lieber ihrem Schäfchen nach, ob du noch etwas tun kannst. Sind von der Psalme nicht unredlich. Die Frage stellt sich nicht. Es stellt sich nur die Frage, ob sie schädlich sind. Und das wären sie nur, wenn die Sache aufgeflogen wäre. Ist sie aber nicht. Somit sind alle zufrieden und die neuen Psalme erfüllen denselben Zweck, wie es echte täten. Mir gefällt dir das Gebet. Nun, das ist unkonventionell. Also eigentlich genau das, was ich wollte. So. Da ich dir jetzt aber auf jeden Fall geholfen habe, kannst du mir ruhig die Schlösser knacken lassen. Ah. Dreckskerl. Tja, da kann man wohl mal wieder nichts machen. Außer vielleicht hier. Ein Buch? Jawohl! Dann habe ich ja doch alle. Und jetzt kann ich wieder eine Quest abschließen. Wunderbar. So läuft das doch. So, der Eremit. Hast du die Tagebücher? Hier sind sie. Ich danke dir. Jetzt habe ich spannendes Lesefutter. Pass auf, ich gebe dir jetzt dein Geld und dann kannst du ja wieder gehen. Zukunftshammer. Diese Tagebücher sind ein wahres Füllhorn an spannenden Geschichten. Einige habe ich jetzt schon mehrmals gelesen. Schön. Was kann der Zukunftshammer? Ja, lohnt sich schon wieder nicht, verdammt nochmal. So. Goldene Blüten. Ja, im Prinzip noch das und das mit den Spielern. Sonst kann ich eigentlich gar nichts mehr machen, oder? Freie Texte, glaube ich. Ich bin mir sicher, da muss man irgendwie so ein spezielles Wort eingeben. Aber ich weiß echt noch nicht was. Und nein, ich will den Tod auf keinen Fall ansprechen. Oh. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Nein, ich habe sie mir nur zurückgeholt.
Die normale Zeitlinie ist immer noch nicht wiederhergestellt. Du musst weiter deinen Auftrag erfüllen. Verschwende deine Zeit nicht mit unseren Stichwort lautet Zeitreise. Du sollst halt nicht deine Stimme überschlagen. Kindchen. Tja, im Prinzip kann ich hier das nicht auch gar nichts mehr machen. Das ist das Problem. Ich habe keine Ahnung, wo ich irgendwie eine gelbe Blüte oder so finden soll. Sehr schwierig, das Ganze. Wie gesagt, hier ist eine, aber ich kann sie einfach nicht nehmen. Tja. Was machen wir denn da? Ich könnte ja noch so mit dem Boot dahin zu fahren und ob das jetzt da vielleicht irgendwie knappt. Glaube ich tatsächlich nicht, aber probieren geht über studieren. Okay, dann fassen wir es zusammen. Ich weiß nicht, wie ich den, was ich dazu dem einen Spieler sagen muss. Und ich weiß auch nicht. Ja, hier geht's auch nicht weiter. Und ich weiß auch nicht, wo ich an die eine Blüte dann noch kommen sollte. Aber ich glaube, selbst wenn wir die beiden Quests machen, also ich glaube nicht, dass die Quest mit der gelben Blüte irgendwie, wer weiß, wie relevant ist oder so für die Hauptquest. Die Quest mit dem anderen Spieler wiederum, das könnte ich mir vorstellen, dass es schon relevant ist. Da ich jetzt momentan aber tatsächlich überhaupt keine Ahnung, wie es weitergeht, sitze ich hier so ein bisschen auf dem Schlauch. Die kann mir bestimmt auch nicht mehr helfen. War ich hier eigentlich schon? Kann mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern. Aber doch, ich meine schon, was mir aber noch auch aufgefallen ist, hier ist ja die Decke so durchgezogen und das sieht komisch aus, wenn hier quasi die Decke ist und hier geht es direkt in den nächsten Raum. Dann würde ich hier auch hier noch so eine Wand machen, quasi. Weil sonst sieht das eben aus, als ob hier die Decke abrupt aufhört und hier ist dann nichts mehr und dann geht es hier direkt in den nächsten Raum. Sieht vom Mapping her also dann irgendwie tatsächlich ein bisschen komisch aus. Ja, hier war ja glaube ich so auch nichts mehr. Tja. Nee, da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Ja, wir könnten quasi mit dem Tod reden. Aber das möchte ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Von daher schlage ich vor, dass ich mich hier weiter umsehen werde. Erstmal für mich in Ruhe. Und ja, wenn ich was herausgefunden habe, dann wird es hoffentlich anders weitergehen. Ansonsten müssen wir wohl oder übel tatsächlich mit dem Tod reden. Ja gut, aber für heute soll es das dann erst einmal wieder gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde dann wieder einmal sagen, bis zum nächsten Mal, euer Bärenbruder.